Hallo und herzlich willkommen. Das Thema unseres heutigen Lives ist ein ganz spannendes Thema. Es geht darum, ob sich denn SEO überhaupt für Leute lohnt, die überhaupt nichts mit Technik am Hut haben. Wir haben das mal in der Kurzform Kreative genannt, aber natürlich gibt es viele Kreative, die sehr wohl und sich sehr gut in Technik auskennen. Aber ich treffe in der Praxis natürlich auch immer mal Leute, die sagen, nee, bleib mir weg mit Technik, das ist überhaupt nicht meins. Wenn du keine Technik magst, heißt das nicht automatisch, dass du kein SEO machen kannst. Sondern wenn du ein kreativer Kopf bist oder generell eben eine Aversion gegen Technik hast, kannst du trotzdem SEO machen. Ich bin Simone Sarotnik und Expertin für Suchmaschinenoptimierung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben gefunden werden. Und ich bin Frank Sarotnik, ich bin Business- und Technik-Mentor. Mein Thema ist die gesamte Technik, die man dafür braucht, wenn man Online-Business machen will. Wie ich gerade gesagt habe, ich mache die ganze Technik und bin halt bei der Suchmaschinenoptimierung auch sehr auf die Technik ausgerichtet und betrachte Suchmaschinenoptimierung ja auch aus diesem technischen Aspekt. Aber wir haben ja heute die Frage, wie das ist mit Leuten, die sich nicht so mit dieser ganzen Technik auseinandersetzen möchten. Also ich meine Leute, die kreativ sind. Was kannst du uns dazu erzählen, Simona? Ja, also wie ich schon eingangs gesagt habe, ihr könnt sehr wohl SEO machen. Ich breche mal die Aufgaben der Suchmaschinenoptimierung ganz einfach herunter auf drei Hauptaufgaben. Ich sage immer, drei Säulen hat die Suchmaschinenoptimierung. Das ist einmal, sind das die SEO-Inhalte, also Säule Inhalt, Content-Erstellung. Dann ist das natürlich die SEO-Technik, also SEO ja, hat sehr wohl was mit Technik zu tun. Und die dritte Säule ist der Backlink-Aufbau, also dieses sogenannte Link-Building, auch ganz wichtig. Diese drei Säulen, die funktionieren nur miteinander. Es nützen dir also keine Inhalte, die nicht richtig geladen werden. Und es nützt dir auch keine Webseite, die sehr, sehr schnell lädt, aber wo die Inhalte nicht anspruchsvoll genug sind. Genau, bei den Inhalten als kreativer Mensch. Du kannst sowohl Inhalte aufbauen als auch Backlink-Aufbau. Das kannst du selbst machen, ohne dass du dich groß in Technik reinarbeiten musst. Und für die dritte Säule, die Technik, suchst du dir einfach Unterstützung. Und fangen wir mal mit den Inhalten an, mit der Content-Erstellung. Was kannst du da machen als kreativer Kopf? Deine Texte kannst du natürlich wunderbar alleine schreiben. Du wirst viele, viele Ideen haben, wie du hochwertigen Content erstellst, der deine Kunden begeistert. Aber SEO-Inhalte, das sind ja eben nicht nur Texte, das sind ja auch Bilder oder Grafiken. Wenn du gut zeichnen kannst, kannst du auch wunderbar Informationsgrafiken erstellen, die du dann natürlich entsprechend SEO-optimiert in die Webseite einfügst. Aber auch das wird dir gut gelingen. Und auch Audio-Inhalte oder Video-Inhalte kannst du wunderbar an deine Webseite einfügen, denn als kreativer Kopf kannst du auch sicherlich gut vor der Kamera agieren oder einen Podcast einsprechen. Also auch hier brauchst du nicht unbedingt die Technik. Ja, aber was macht man denn nun mit der Technik? Da empfehle ich dir, dass du dir einfach Unterstützung suchst. Unterstützung bei jemandem, der dir da helfen kann, oder wenn du auch das Theme WordPress verwendest, dort hast du natürlich über diverse Tools auch bereits eine gute Unterstützung, sodass dir diese Tools dabei helfen, die SEO-Technik umzusetzen. Und die dritte Säule war eben der Backlink-Aufbau. Frank, vielleicht kannst du über den Backlink-Aufbau noch mal kurz was erzählen. Der Backlink-Aufbau hört sich zwar sehr technisch an, ist es aber nicht wirklich. Also auch als jemand, der Technik nicht liebt, kannst du sehr einfach Backlinks aufbauen, indem du das nutzt,
was du wirklich gut kannst. Und zum Beispiel, wenn du wahnsinnig gerne Texte schreibst, dann kannst du versuchen, Gastartikel bei anderen zu platzieren und einen Backlink zu bekommen. Wenn du tolle Videos kreierst, kannst du auch darüber Backlinks bekommen. Wenn du Infografiken toll erstellen kannst, weil dir das einfach aus der Hand fließt, dann gibt es auch dort die Möglichkeit, in bestimmten Katalogen Infografiken zu platzieren und auch Backlinks zu bekommen. Also letztendlich geht es ja darum, auch das Netzwerken, also Netzwerk aufbauen und innerhalb deines kreativen Netzwerkes mit anderen sich zu vernetzen und auch Backlinks zu erhalten und sich da sauber und gut zu positionieren. Sehr schön. Soll Und ich das damit alles sind wir. nochmal zusammenfassen? Genau, Ja? welche Tipps hast du jetzt noch für uns? Also ich gebe oder wir geben drei Tipps für kreative Menschen, die SEO machen möchten. Zum ersten, Tipp Nummer eins, erstelle Inhalte, die dir Spaß machen und die deinen Kunden Spaß machen. Inhalte, die dir leicht fallen. Ja? Der Tipp Nummer zwei, baue ein Netzwerk auf mit deinen anderen kreativen Menschen und vernetze dich dort sowohl im Online-Business als auch im Offline-Bereich. Und der dritte Punkt ist, wenn du Technik nicht so magst, ja, dann lagere die Technik aus an jemanden, der sich damit auskennt und dir dort die Arbeit abnimmt, bevor du dich wirklich darüber quälst. Und wenn du Fragen hast, wie das jetzt hier alles so zusammenhängt, dann lade ich dich gerne herzlich ein zu unserem Eventbrite-Event. Und zwar die SEO-Häppchen einmal im Monat. Am letzten Montag des Monats finden die statt. Du fragst und wir beide antworten auf jede Frage, die mit SEO zusammenhängt. Die Tickets gibt es gratis auf Eventbrite. Sehr schön. Damit sind wir am Ende. Sind ja nur ein paar Häppchen, also soll nicht zu lang werden. Wie gesagt, wenn du weitere Informationen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen in unsere SEO-Häppchen-Sprechstunde. Und ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss. Ich wünsche ebenfalls ein wunderschönes Wochenende und sage Tschüss und auf Wiedersehen.